Willkommen zurück. Bei uns herrscht immer noch Schmuddelwetter. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören. Und damit willkommen zurück zum Stadtbahn-Simulator in Düsseldorf. Da gehen die aber schnell rein. Aber wenn man mal so guckt, ne, ist relativ viel los dafür, dass das Wetter richtig mies ist. Da hinten sind aber welche, die irgendwie noch nicht ganz fertig sind. Ab ist bald. Und ja komm, ich werde jetzt noch auf den einen Mann, falls er rein möchte, ansetzen, hat der Pech. Und diese. Ja, warum läufst du dann so dicht da vorbei? Weil es sieht auch ein bisschen so aus, als ob der so Stöckelschuhe an hat, wie der läuft, ne? Gut. Auf jeden Fall jetzt wieder die Türen schließen. Und sichern. Das Signal ist, was ein Wunder, wieder auf grün. Was nützt es, ne, wenn das Spiel registriert, wenn man über ein rotes Signal fährt? Golzheimer Platz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, Golzheimer Platz. Exit right. Wenn die Signale immer auf grün sind, das ist sowas von Quatsch. Und selbst, dass die Ampeln aus sind, das ist auch schon doof. So, jetzt heißt es wieder alles einsteigen. Okay, vorher noch ein Stückchen vorfahren. Weil das sind wir, glaube ich. Ah, endlich kommt man in die KI-Bahn. Auch schön. Weil das sieht schon geil aus. Hoppala. Nächste Station. Theodor-Heuss-Brücke. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sind wir ja gewöhnt. Next Stop. Theodor-Heuss-Brücke. Lass dir mal halt schon Exit right. Weil die unsere Bahn ist auch eh viel zu überfüllt. Wie wir jetzt gleich sehen. Völlig überfüllt die Bahn, unglaublich. Und immer nur die gleichen Leute da drin. Man denkt irgendwie, die haben Langeweile, die ganze Zeit nur Bahn fahren. Aber kann ich verstehen, ist ja schön, wenn man den ganzen Tag schön in der warmen Bahn sitzt. Ah, da hinten wollen auch Leute einsteigen mal. Oh. Hilfe. Das kann gefährlich werden. Das ist der Busch hier oben. Hier voll in der Stromkirche da drin. Das ist nicht gut. Oh, aber scheint auch zu funktionieren. Schließen wir die Türen. So, mal gucken. Ja, wir fahren einfach mal so eben durch. Signal ist auch wieder auf grün. Nächste Station, Rieserplatz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop, Rieserplatz. Exit left. Nur wieder Stopp geben, Next ist ja 500 Meter entfernt. Jetzt können wir schon wieder ein bisschen langsamer werden. Vielleicht kommt auch wieder hier unsere Ersthaltestelle, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Ich habe eben nur Aquazell im Kopf, die anderen irgendwie nicht.
so wieder die Trittstufenvorwahl wegmachen. Also auf hoch und jetzt die Türen öffnen. Oh, zwei Dizel. Naja, dazu sage ich jetzt mal nichts. Oh, da hauen sie aber auch schnell ab. Ja, ihr seid nicht mal fertig zu schließen. Und weiter geht's. Wie die alle hier beim Regen T-Shirts anhaben, auch schon lustig. Bei 60 km/h können wir doch schon beschleunigen. Nächste Station: Nordpark Aquazoo. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop: Nordpark Aquazoo. Exit left. Und somit wäre das hier unsere letzte Haltestelle, würde ich mal sagen, weil die hatten wir definitiv schon. Eigentlich war hatten wir alle schon ein paar Mal durch, aber egal. Weil mehr ist hier auch nicht, weil es gibt, wie gesagt, nur eine Linie, eine Strecke. Deswegen mehr kann man hier auch nicht machen. Deswegen auch keine Vorfälle, also Ereignisse. Deswegen wird das hier auch recht schnell langweilig. Wie gesagt, der Patch ist zwar schön, aber auch nicht so das Wahre. Und hier das Wetter geht einen ja auch schon auf die Nerven. Deswegen gehen wir mal zum Hauptmenü. Wir haben ein Schnellspiel Fahrt nach Fahrplan. Habe ich vergessen zu machen. Kein Wunder. Deswegen weiß ich auch, warum das nie angezeigt wurde. Ah, schön zu wissen. Auf jeden Fall gucken wir jetzt mal kurz die Einstellungen. Spieleinstellungen. Tutorial, Tipps ein, ausschalten, zurück. Sag jetzt nicht. Kann man jetzt noch nicht mal hier die Einstellungen angucken? Nur im Handbuch oder was? Hier steht, wofür gibt es hier Einstellungen, wenn man hier keine Einstellung sieht, also keine Tastenbelegung? Ist ja auch schon mal ein Minuspunkt. Joa. Machen wir auf jeden Fall Fahrt nach Fahrplan. Esprit Arena, Tag, Montag, morgens. Ach, hier kann man auch das Wetter einstellen, okay. Das ist auf jeden Fall gut. Wolkenlos, bewölkt, regnerisch, auf jeden Fall gar keinen Fall, stürmisch nicht. Machen wir mal wolkenlos. Wolkenlos, Zeit ist eigentlich relativ egal. Machen wir mal. Oh, kann man auch nicht einstellen. Ah, davor kann man nicht, okay. Ach, egal, starten wir erstmal so früh wie möglich. Tagesschicht morgens. Haltestelle ist erstmal egal. Machen wir mal den Start. Die Sonne müsste wahrscheinlich schon aufgegangen sein. Weil, wie man hier sieht, die Sonnenuntergang und Aufkommen sieht auf jeden Fall schon richtig geil aus. Ja. Hier sehen haben wir uns auch endlich unseren Sonnenaufgang. Das sieht schon echt geil aus. Das haben die echt gut gemacht. Gut ab. Das sieht richtig schön aus. Eine Minute, aber die Anzeigetafeln gehen nicht. Aber das ist jetzt das kleinste Problem. Jetzt müssen wir die Bahn auf jeden Fall wieder starten. Um 6.41 Uhr müssen wir an der Haltestelle sein, oder ich glaube schon wieder abfahren. Das schlaue Blatt brauchen wir jetzt. Die Zündung. Der Sicherheitsfahrschalter mit E. Stromabnehmer. Sicherungsschalter. Totmarmetall. Fernlicht und zum Schluss der Sicherheitsfahrschalter auf Fahren stellen. Und schon kann es losgehen. Das finde ich schon echt gut. Wenn man ein schnelles Spiel macht übrigens, dann wird die aktuelle Zeit übernommen. Das heißt, wenn man das Spiel dann nachts spielt, dann ist es auch dunkel. Wenn man das tagsüber spielt, dann ist es halt auch hell. Und schon wieder nicht aufgepasst. Nächste Station.
Mörike-Straße. 26. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, Mörike-Straße. Fängt das schon mal gut an. Exit right. Ich vermute mal, dass jetzt auch hier die Signale gehen, richtig? Weil jetzt hat er das nämlich auch anders angezeigt. Deswegen, ich bin jetzt gerade mal guter Dinge. Nur irgendwie, das blendet ein bisschen, sieht ein bisschen neblig aus. Aber links ist jetzt die KI-Bahn wieder. Er hat uns ja schön angestrahlt. Und hier müssen wir noch ein paar Minuten bleiben. Das sieht auch schon nice aus. Mit 8 wieder. Das heißt, in 20 Sekunden, sorry, müsste die rechte Bahn nämlich auch losfahren. Wie gesagt, nach Fahrplan. Wie lange lassen wir die Türen auch mal auf? Ich wundere mich die ganze Zeit, warum hier kein Fahrplan ist. Und jetzt? Jupp, jetzt wird das hier auch endlich angezeigt. Abfahrtzeit 6.42 Uhr. Perfekt. Die Türen schließen sich auf. Bisschen zu früh bist du aber abgefahren. Weiter geht's. Aber so kann man ja... Super, du warst pünktlich. Ja, yeah, ich freue mich jetzt auch. Nächste Station. Freiligradplatz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop. Freiligradplatz. Exit left. Aber das motiviert einen auch schon. Ne? Obwohl, wenn man pünktlich ist, dann sollte man eigentlich nicht gelobt werden, weil das sollte selbstverständlich sein, dass man pünktlich ist. Ne? Und nicht die Haltestellen. Das gibt alle. Nächste Station. Messe Ost, Stockholmer Kirchstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop. Messe Ost, Stockholmer Kirchstraße. Exit left. Okay, nein. Okay, könnten wir doch geschafft haben noch. Das haben wir nämlich ein bisschen zu früh. 2 Minütchen, deswegen brauchen wir auch gar nicht schnell fahren. Sie haben ein Haltesignal überfahren. Das habe ich jetzt auch gesehen, aber leider zu spät. Zum Glück gibt es keinen Fisch, ne? Deswegen fahren wir jetzt mal. Okay, 50 können wir schon, aber Fisch sind auch wieder nicht. Wie gesagt, ich finde den Sonnenaufgang richtig schön. Das haben die richtig gut gemacht, hinbekommen. Jo, Haltesignal überfahren wir jetzt auch. Ja, sorry. Nächste Station. Nordpark Aquazoo. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Aber wenn man Next Stop, ein Spiel Nordpark nach dem Fahrplan Aquazoo. Macht, dann gehen die komischerweise die left. Signale auf. Deswegen dürfen wir jetzt hier echt nicht schnell fahren. Weil wir sonst hier ganze Signale überfahren. Aber schade, dass die Ampeln nicht gehen. Wenn die noch gehen würden, wäre auch gut. Jetzt haben wir erstmal 2 Minuten Verschnaufzeit. Bei der schönen Kulisse, ne? Was will man mehr? Außer Feierabend vielleicht. Okay, ein Stückchen vor kommen wir noch. Ja, bremsen. Warum bremst er denn nicht? Nächste Station. Rieserplatz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das war jetzt aber auch nicht normal. Ich drücke die ganze Zeit auf Bremsen und der reagiert gar nicht. Rieserplatz. Exit left. Ja, okay. Wir haben zwar Verspätung, aber zurückfahren geht ja nicht. Warum auch immer, weil man ja unter anderem nicht laufen kann. Deswegen sitzt der wahrscheinlich auch den ganzen Tag. Und 2 Minuten, wir sind eh viel zu früh dran, deswegen schneller als 50 brauchen wir auch nicht zu fahren. Können wir ein bisschen den Sonnenaufgang hier bewundern. Ah, okay, wenn man da drauf kommt, kommt man automatisch zum Menü.
Und hier ist das Haltesignal auf Rot. Also, ja, so ein bisschen auf Rot. Türen wieder öffnen. Okay. Ja, und jetzt haben wir erstmal eine gute Minute Zeit zum Verschnaufen. Gucken wir uns nochmal den schönen. Okay, wenn die Kamera mal mitspielen würde und nicht haken würde. Schönen Sonnenuntergang, Sonnenaufgang an. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Wir sehen uns halt in der nächsten Folge oder in einem anderen Let's Play. Tschüss.